Ist aber trotzdem Ausfall genommen von der SG Bansko Lezen. Schon überraschend, dass die hier führende Mannschaft zum zweiten Mal ihre Auszeit in Anspruch nimmt und die Mannschaft, die eigentlich was tun müsste, nämlich zurücklegt, Warnemünde, dann nutzt der Trainer diese Möglichkeit nicht. Ja, warum Bürger das jetzt macht, weiß ich nicht, aber vielleicht wollte er nochmal jetzt gerade bei der 4-0-2-Deckung sagen, was sie zu machen haben. Man wird es ja sehen, ob es fruchtet jetzt. Denk mal, ja. Gut, natürlich ist auch mit Roberto und Kladdi auf den Außen. Sind da keine etatmäßigen. Ich sag, Roberto auf rechts, Rechtshand, kann eigentlich nicht funktionieren. Und gut, wir haben nur den Marco und bei dem Spielstand soll man ihn auch schonen, wenn er wirklich krank ist. Macht er alles richtig. Ja, und jetzt rückt Roberto als Kreis rein. Das ist die Veränderung, die du angesprochen hast, die Bürger jetzt einführen wird. Dass man jetzt das macht, was man im Training so oft übt, freisperren. Und da kommt. Da ruft sie Daniel Bach, komm doch, mach doch den Wurf und dann geht der Ball doch an Lars Klütermann. Aber auch der Wurf ist nicht drin und der Konter. Von Warnemünde. Oh, da lassen sie ihn werfen. Richard Forst mit seinem vierten Treffer. 23:15. Und jetzt mit dem metamäßigen Außenspieler Marco oben wieder auf der Außenseite. Und Wolf auf der Position von Seider bleibt liegen, während Christian Klatt das Tor macht. Sein drittes in diesem Spiel. Aber die typische Spielweise von Roberto geht dahin, wo es weh tut. Ja klar, ich kenne Roberto jahrelang. Im Prinzip hat er es auch richtig gemacht. Der Gegenspieler kriegt 2 Minuten Strafe. Aber ich sage, wer Roberto kennt, er kann es nicht anders und wird es auch immer wieder machen. Das wird er nicht ändern. Ja, aber letztendlich für seine Mannschaft war es richtig, das Tor gefallen und dann auch noch 2 Minuten Strafe für den Gegner. Natürlich hat er für seine Mannschaft alles richtig gemacht. Das ist immer wichtig, auch wenn ich in der Abwehr sage, mal eine 2 Minuten Strafe bekomme, das Tor verhindere, habe ich auch alles richtig gemacht. Die Mannschaft, mein Team ist zwar 2 Minuten Unterzahl, aber Wir haben es ja auch gesehen, auch wie wir unter Zahlen gespielt haben. Haben uns in der Abwehr sehr gut bewegt. Gut, was nicht richtig geklappt hat, war der Angriff. Aber da funktioniert schon alles. Ja, aber das sind stark eben mit dem Tor für Warnemünde. 24:16. Roberto Wolf mit dem Wurf bleibt glücklos. Und Henrik Strauß mit dem Schrittfehler. Weil er eben nicht wusste, wohin. So, und Mike Stenzel treibt seine Mannschaft da nochmal voran. Lars Klödermann treibt den Ball voran, aber Christian Klatt kriegt ihn nicht aufs Tor. Und sie greifen nochmal neu an. Und wieder Lars Klödermann, der da hochsteigt. Traut sich nicht, den Ball auf außen zu spielen. Oben bringt den Ball von außen in die Mitte auf Christian Klatt. Kreismann! Und es gibt Freiwurf. Für Bansko Lezen. Und Wach auf Ohm. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Aber kriegt den Ball nicht gefangen. Und jetzt gibt's Gelb wegen Reklamierens gegen die Bank. Das hat dem Schiedsrichter gereicht. Jetzt gibt's Gelb gegen die Bank von Warnemünde.
Ja, das Flötermann, der haben sie gut verteidigt. Es muss nochmal gewischt werden. Aber jetzt haben wir wieder 6-7 Minuten mit nur einem Tor auf Seiten der SG Banskoletzen. Das Ungewöhnliche ist in dieser Saison. Es gelingt nicht so viel. Jetzt nochmal Fußentscheidung gegen Warnemünde. Flötermann auf Strauß und der muss natürlich rein. Der muss auf jeden Fall rein. Eine klare Chance gibt es gar nicht. Er wird nicht am Wurf behindert. Wie gesagt, das, was ich erst habe. Henning macht jetzt 8 Tore. Er hätte schon bei 15, glaube ich, stehen können. Wenn er alle verwandelt. Und wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Ich sage, es sind zwar noch 11 Minuten. 8 Tore, aber auch 8 Tore können in 11 Minuten sein, mal. Man sieht es jetzt wieder, können in 11 Minuten auch wieder wettgemacht werden. Ja, und da haben wir erst den Lattentreffer von Christoph Rasch und jetzt Richard Voss mit seinem 5. Treffer, 24-17. Und du hast das selbst schon erlebt, also es waren ein bisschen mehr, aber 7 Tore in 15 Minuten, das hat selbst deine Mannschaft schon mal aufgeholt. Der damals noch Bansko SV gegen Einheit der Mien und das Tor von Mario Seider. In der Bindetalhalle in Leutz damals. Man lag 7 Minuten, Viertelstunde vor Schluss mit 7 Toren hinten, gewann am Ende mit einem. Ja, es gibt solche und solche Spieltage. Ich sag mal, das war ein Erfolg für uns, aber ich kann mich noch daran erinnern, wir haben auch gegen Grimma zu Hause hochgeführt und verlieren trotzdem mit einem Tor. Deswegen, ich sag, ich muss immer sagen, tagesformabhängig. Oder die Mannschaft feiert schon zu früh den Erfolg, wenn man kurz vor Schluss führt. Das sind immer 60 Minuten zu spielen und nach diesen 60 Minuten ist das Spiel entschieden. Und das sehen wir heute auch. Ja, Patrick Peters jetzt mit seinem 4. Treffer zum 25-18. Und Daniel Bach versucht sich da hinten frei zu machen. Und der Ball geht wieder über das Tor. Und da ist die Abwehr da, aber es gibt nochmal Treffer für Warnemünde. Und man könnte es doch noch spannend gestalten. Und die Lunter hat scheinbar auch der Warnemünder Trainer gerufen, der nimmt jetzt eine Auszeit. 9 Minuten vor dem Ende. 7 Tore vor für Banskoletzen, 25-28. Ja, die Auszeit vorbei und wir sehen die Reaktion von SV Warnemünde. Wir haben einen neuen Torhüter, Sven Pelz. Immer eine Variante, den Torwart auszuwechseln. Und der Ball geht innen durch, der aber natürlich nie durch. Richard Forst mit dem 6. Treffer. 25-19. Und jetzt sind es statt 10 nur noch 6 Tore vor für die SG Banskoletzen.
Und jetzt mal gestellt für Lars Glütermann. Klasse Variante. Eingeleitet von Christian Klatt und Marco Ohm. Wirft das Ding vorbei. Das war aber eine tolle Variante. Eine tolle Variante. Christian Klatt stellt da für Lars Glütermann, den wieder ins Spiel einzubinden. Und somit eine Überzahlsituation zu schaffen. Das heißt gelungen, aber der Ball muss natürlich rein. Dann von außen. Es gibt 2 Minuten gegen Henrik Zapp. Das ist eine zweite 2-Minuten-Strafe in diesem Spiel. Sollte dennoch aber nicht mehr so ins Gewicht fallen, da noch 8 Minuten zu spielen sind. Aber man kann merken, dass es unruhig wird hier in der Sporthalle in Laetzen. Die Nervosität der Zuschauer nimmt doch zu, dass es hier doch nochmal eng werden könnte. Der Ball geht vorbei, aber es gibt immer noch Freiwurf für Warnemünde. Und Mike Schenzel hält den Ball. So, und auch bei Bansko Laetzen sehen wir jetzt einen neuen Keeper. Christian Lange geht ins Tor. Und der Wurf von Mario Seider geht am Tor vorbei. Und dafür gibt es aber 7 Meter für die SG Bansko Laetzen. Für mich 2 Fehlentscheidungen. Einmal die 2-Minuten-Strafe gegen Henrik Saab. Hendrik ist nicht am Hals bei dem Spiel. Wenn man als Spieler, sag ich mal, sich klein macht, passiert sowas, aber in dem Fall war er nicht dran. Und eben den 7 Meter, sag ich mal, muss ich für Bansko auch nicht, oder für unsere Mannschaft auch nicht geben. Ja, Lars Glütermann tritt jetzt an, anstatt Hendrik Zapp. Und kleiner Torwart oben rein, sicher verwandelt. 26-19. Und den legt Steffen Postler, legt den Ball über Christian Lange ins Tor. 26-20. Bansko immer noch in Unterzahl. Jetzt versucht sich da Lars Glütermann immer wieder mit einzubringen. Jetzt auch Daniel Wach, der die Manndeckung da auflöst. Und Christian Klatt holt den Freiwurf raus. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen den Torwart, Sven Pelz. Das wird regnen.